Gott, Hilfe. Hey yo Leute, willkommen zurück bei Minecraft Explorer und Josh freut sich gerade noch über den Schäfer-Song, den er gerade persönlich hört, in einem abgefahrenen Remix von DJ. Lukas hieß der gute Kerl. Ich dachte, tu nicht gut. Und. Oh, Schafe. Ich versuche mal hier rauszubekommen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Schafe geerntet oder zumindest die Endprodukte, die sie mir geben. Schafe geerntet, ach so. So läuft das bei euch jetzt schon. Ja, ich bin auf Tour auf Tour mit denen. Auf Touchfühlung. Ganz Touchfühlung nah. ist auch mal eine Kombination. Ha, ich habe ein Achievement bekommen. Geil. Getting Wood? Ja, Das Getting bekomme ich Wood. nämlich ständig. Benchmarking Wie oft irgendwas. aktualisierst du denn die Version, dass du dauernd Getting Wood bekommst? Wissen nicht, Nicht wissen. so oft. Es ging ja auch gerade um mich, glaube ich. Ja. Relativ oft. Zu oft. Ich glaube, ich will mal hier eine Leiter bauen, damit ich einigermaßen hochkomme, immer. Das wäre Ich jetzt mal. glaube, ich werde mal hier drei Steine Oder wegbauen, was damit heißt ich einigermaßen Leiter? runterkomme. So sehen die Wooden Planks aus. Ah. Die sehen gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Die Ja. Birkenteile sehen richtig geil aus. Ja, direkt mal gucken. Ja, sagst du, Birkenplanken sehen gut aus. Die sind so hell. Muss ich direkt Das mal macht er gucken. in meinem Lager und macht irgendwelche Schilder hin. Kannst du ja mal Oh. fragen. Er hat was in Jos Lager verändert, das ist nicht gut. Da. Wie heißt Das gibt Kick, das ist. dieser Chipmunk, der da guckt, also dieses Dramatic Chipmunk? Ah, weiße Planken, also ausgebleicht vom Wetter. Ja, oder einfach helles Holz. Nein, ausgebleicht. Vielleicht kann ich da was draus machen. Ja, kannst du. Bauchenflair. Ist möglich. Ach, schade, man kriegt aber normale Wooden Slabs. Ja, Noch. das finde ich auch noch ein bisschen schade. Und auch Wooden Stairs noch normal. Josh, sag mal über Neues über die Version 1.3, die noch was noch kommen soll. Keine Ahnung. Du hast doch mal die hautnahen Informationen hier. Ja, aber da wüsste ich jetzt nichts. Warum habe ich hier kein Holz? Ah, okay, jetzt weiß ich, was er wollte. Was wollte er denn? Er wollte nicht den Chat stören und hat mich gefragt, ob man mir irgendwie helfen kann. Am Das ehesten, wenn er mir aus dem Weg geht. sei doch nicht so fies. Ja, aber ich hasse es, zur Seite gedrückt zu werden, wenn du gerade irgendwas Moment. hinsetzen willst, bauen willst und dann. 8, Ah. 9, Er soll 1, sich ein 10. Haus bauen jetzt. Er soll einfach ein schönes Jetzt. Plätzchen suchen hier in der Nähe und ein Haus bauen. 10. Bah. Das sagen wir ihm doch mal. Boah, ich wollte nur einen Springbrunnen bauen, was ich jetzt schon wieder daraus mache, ne? Das ist so übel. Eins. Sonst baut er hinter Grants Haus was. Ist aber auch kein Problem. Dort neben deiner Tierfalle irgendwas. Solange es nicht auf meine Tierfalle baut, habe ich damit kein Ja, Problem. das ist doch auch noch möglich. Das ist ja alles noch in dem Turmkreis, den Frank macht. Also das ist praktisch das mein persönliches Stadtgebiet, so als Empfindung, wer es noch nicht wusste. Deswegen, Frank hat's beschlossen, wir führen es durch. Ja, das ist nett, dass ihr das so macht. Okay. Ich meine, jeder kann natürlich außerhalb bauen, das heißt, dann hat er aber keinen Schutz von der später entstehenden Stadtmauer. Ja, und in der Stadtmauer wird natürlich alles ausgeleuchtet, dass hier kein einziges Monster mehr auf die Idee kommt zu spawnen. Ja. Das darf Frank dann auch machen. Dann hat er seinen Job. Ich Ah. darf ja das ganze Sumpfgebiet aufräumen. Kannst du gucken in Apropos, wer bist du denn mit dem Sumpfgebiet? Minecraft Frag Explorer Part nicht. 1000. Dann kannst du gucken, wie viele Häuser hier stehen. Was hast du gesagt, Josh? Frag nicht. Ich habe einen Stack Eisenschaufeln letztens verbraucht. Dafür hast Also. du doch den Creative-Modus bekommen, habe ich dir doch gesagt. Nö, dann können wir ja die Erde nicht mehr benutzen. Kann man ja immer mal gebrauchen, weißt du? Dann können wir so einen Tempel So viel aus Erde, Erde wie bauen. wir, ja, so viel Erde, wie wir momentan haben, weiß ich gar nicht was. So, er geht sich jetzt mal sein Haus bauen, sehr schön. Das sieht aus wie eine Kiste jetzt, das weiße Holz hier in dem Texture Pack. Lisa.
fuck. Deswegen benutze ich auch keinen Visa. Du nimmst, was war das? Photorealistic? Nee. Im Moment habe ich Painterly. Ich bin zu faul, das neue Photorealistic runterzuladen. Beziehungsweise ich vergesse es immer. Wieso zu faul? Das dauert ganze 2 Minuten. Nein! Jetzt kommt wieder Dramatic Chipmunk. Da, 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 da. Soll ich wieder aufs andere Mikrofon switchen? Bei mir ruckelt's gerade. What happens? Hilfe! Minecraft? Warum ruckelst du? Ist bei euch alles okay? Ja. Kann nicht sein. Josh, hörst du mich? Nein. Wieso? Mach mal bitte den Regen weg. Slash toggle downfall. Ah. Dürfte jetzt langsam weggehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, verdammt. Sehr schön. Frames haben sie wieder. Nee, doch nicht. Ich krieg Frame-Probleme. Ich muss Frames stoppen. Bis gleich. So, Leute, wir sind zurück. Hoffentlich mit einer ordentlichen Frames per Second Anzeige. Denn Frage, hast du Firefox im Hintergrund offen? Ganz oder im Hintergrund, ja, aber das hat. Schließen. Verbraucht zu viel Arbeitsspeicher. Ich habe 8 GB Arbeitsspeicher. Trotzdem. Glaub mir, das hilft wahre Wunder, wenn du Firefox im Hintergrund schließt. Ach, Internet Explorer, ne? Ja, selbst wenn du das schließt. Internet Explorer ist nicht viel performance-armer. Ja, sag ich doch, den sollte man benutzen. Der ist performance-armer, weil er nichts kann, weißt du? Ja? Ja? Sicher? Ja, ist doch so. Warum? Tu doch nicht so, du hast ihn noch nie ausprobiert. Gibst du. Doch, ich habe ihn benutzt, um Firefox runterzuladen, wie circa 99% der Benutzer davon auch. Nein! So. Nein! Ach Gott, der Minecraft-Effekt hat wieder zugeschlagen. Ich laufe rum, öffne alle möglichen Kisten und weiß nicht, was ich suche. Ja, das ist öfters so, wenn man Multiplayer spielt, dass man unproduktiver ist, als wenn man Solo spielt. Habe ich schon öfters mitbekommen. Mhm. So. Jetzt habe ich überlegt, ob ich jetzt weiterbaue. Ah nee, ich gehe erstmal zu den Schafen. Da verliere ich auch immer meine Artikulationsfähigkeit, wenn ich mit euch zocke. Hey, natürlich wird dran schuld. Skelet, what you doing in this town? Wow. Wer soll sonst dran schuld sein? Yes. Schmeiß das Ding runter. Braucht hier niemand. Wehe, ein Creeper folgt mir. Ich schwöre. Du schwörst. So. Erte, ich schwöre. Das ist jetzt so schön hell durch Franks genialen Einfall mit den Glowstone. So. Da muss man erstmal drauf kommen, ne, dass Glowstone so hell macht. Ja. Ist total schwer. Genial. Als nächstes. Wie ist dieses komische Bild? Kennst du das? Dieses Meme mit dem Genius? Mit diesem hässlichen, komischen Kerl da? Kennt ihr das? Zufällig? Nein. Warum muss der hässlich sein, ne? Ich kenn's mit einer Katze, die sich auf ein Seil hängt und dort steht Don't hang there. Nee, da ist so ein Meme, das ist so ein Kerl, also da unten dran steht Genius. Das ist halt so Verarsche, dass der überhaupt kein Genie ist und so. Oh, super. Epic. Ja, Frank, hast du den Witz kapiert? Ich habe mich gar nicht darauf konzentriert. Okay. Ach, cool. Ich wusste gar nicht, dass wenn Repeater von Wasser zerstört werden oder sonstige Redstone-Sachen, dass sie dann komplett kaputt gehen. Das ist dann wohl ein Bug. Denn normalerweise werden die weitergeschwommen. Das kenne ich nicht. Also Repeater sind komplett kaputt danach. Erklär's mit der Logik, dass die Elektronik ja kaputt ist, wenn sie durch Wasser berührt wird. Nicht unbedingt, eigentlich nicht. Wenn du sie anmachst, dann wieder schon. Wenn du sie anmachst, dann schon. Wenn sie nass ist, ja. Wenn vorher trocken ist, hast du noch eine Chance, dass sie wieder funktioniert. Eine relativ große sogar. Sendroots destilliertes Wasser. So. Sieht doch alles scheiße aus, Mann. So, Schäfchen. Ich lass mich mal wieder raus. Du musst wirklich das Schäferlied singen. Du musst es einfach mal tun.
Warum sieht das scheiße aus? Wer es will, dass ich singe, soll es einfach mal in die Kommentare schreiben. Und wer es nicht will, soll es auch schreiben. Machen wir es so? So sieht das scheiße aus. Okay, bin dabei. Alle schreiben das jetzt bitte in die Kommentare. Das, was sie wollen, dementsprechend. Wird nicht akzeptiert. Alle, ja, ich will in die Kommentare schreiben. Ja, ich will ihn heiraten. Ich weiß bestimmt, wenn der Part hochgeladen wird, wieder nicht, was die Leute meinen. Dann muss ich dich wieder fragen, weißt du, was die damit meinen? Hey Frank, du bist angerufen. Er ist ein geschäftlich wichtiger Mann. Ja. Musst du verstehen. Klar, ich bin Pizzabote. So. Frank ist nicht so, ich weiß gar nicht, fängt nicht bald dein Praktikum an eigentlich? Bald ist relativ. Du machst nächstes Praktikum? Jahr. Wo? Nächstes Jahr. Echt? 2013 erst? Ja, also theoretisch fängt es ja gar nicht an, ne? Weißt du Bescheid? Da. Weltuntergang und so, ne? Ach so. Ja. Tut mir leid, dass ich genau an sowas nicht gedacht habe. Weltuntergang, ja also klar. Also jeder, der natürlich irgendwelche kriminellen Sachen noch machen will, der sollte es unbedingt jetzt so ganz kurz vorm Weltuntergang machen. Da kann ja ihr könnt jetzt bestraft. Alles ungestraft machen. Naja, ungestraft nicht unbedingt. Du kommst noch für ein Jahr in den Knast. Ja, toll. Oder für ein paar Monate. Dementsprechend. Wir gehen unter mit Tuten und Trompeten, oder wie heißt das ja? So. Irgendwie so. Wieso geht das nicht mehr? Ich natzen. Mir fehlt ein Wassereimer. Wo ist der hin? War ja klar. Warum war das klar? Ich check das nicht. Manchmal kriege ich einen Eimer einfach dazu und manchmal ist einfach ein Eimer weg. Bei was? Ja. Bei meinem Inventar. Warum hat der Kerl auch so wieder einen Eimer? Fiete 3000. Ich hatte zwei. Frank redet über Eimer. Hat er geschrieben? Ja, wir machen gerade die ganze Zeit so Flüsterchat, weißt du? Nicht damit er den Chat zuspammt. Er soll das schreiben. Wenn er will, dann schreibt er doch einfach. Mein Gott, ist auch nicht so schlimm. Ich habe ihm jetzt einfach mal geschrieben, also er wollte wissen, über was wir reden. Ich habe geschrieben, Frank redet über Eimer. Danke sehr, dass du meine Aussage so ausführlich gedeutet hast. Ja. Frank, er macht sich auch Gedanken über dich. Über deine eimerlose Zukunft. Dass ich Glowstone mitgenommen habe. Reichen 16 Glowstone? Ich glaube nicht, ich brauche 32. Weil ich mich jetzt gedanklich mit euch beschäftigt habe, habe ich vergessen, was ich holen wollte. Das ist so typisch. Mano. Das ist typisch Minecraft Multiplayer. Ja. Man weiß echt Knochen? Nicht, was man hier. Ja, ich habe Knochenmehl dabei, ist ja super. Ja, Josh hat Knochenmehl dabei. Finden wir auch total super, Josh. Komm, ah. Ja, ich wollte Wasser holen. Ah, jetzt fällt's mir ein. So. Oh Gott. Wenn ich runterfalle, ich glaube. Ne, obwohl ich bin noch nicht tot dann. Dann bin ich noch nicht tot. Noch nicht. Kurz darauf dann. Ja, also. Nochmal ein kleiner. Und man kann ja jetzt in Minecraft den Cursor verschieben. Du musst nicht immer deine komplette Nachricht löschen. Ist ja was ganz Tolles. Super. Ja, kommen immer mehr Features rein bei Minecraft. Sinnvolle Features sogar. Ja, langsam nähern wir uns einer Vollversion. Nein, nein! Boom. Doch. Du Frank, okay? Alles okay mit dir? Also zumindest stand da nicht unten, dass du in die Luft gejagt wurdest. Stand hier beim Crafting. Wo, mal halt bei meinem Haus oder was? An deiner Tierfarm die linke Ecke, wenn du vorm Eingang stehst. Ist da irgendwas jetzt? Wichtiges kaputt jetzt? Ja, Josh Spahn. Die darfst diesmal du reparieren. Du ganz alleine. Die hat schon mal repariert, weil an derselben Stelle schon mal einer in die Luft geflogen ist. Hier ist sogar noch das untere Loch. Warum habe ich mal wieder gar kein Glas? Warum?
Da ist kein Glas, da ist kein Glas. Wir leiden chronisch unter jeglichem Materialmangel. Soll ich das nochmal bauen oder irgendein Haus? Toll, ja, bau dir deine Wohnung nach Belieben. Punkt. Jetzt weiß ich nicht, wie hier die Ecke war. Habe ich Kreativität gefördert im Video und genau das wollte ich eigentlich auch und dann auf immer Ahnungslosigkeit. Das ist dann. Ahnungslosigkeit. Enttäuschend. Wie hast du denn hier die Ecke an der Tierfarm gebaut? Mann. Tschüss, Wolle. Man sieht sich im nächsten Leben. Innen? Nee, doch, nach innen. Okay. Ich hab's so komplex gebaut, da hat keiner eine Ahnung davon, wie man es nachbauen kann. Hatte ich jetzt noch 3 Sand unten? Ich hoffe einfach mal. Wenn nicht, habe ich nicht genug Sand. Ha, das sieht doch genauso aus wie vorher. Perfekt. Ja. Jetzt noch diese dämliche Bahn hier wieder hinpflanzen. Sowieso keiner benutzt. Ja, es ist halt noch nicht so Feature eingebaut. Ist so typisch Minecraft. Noch oder müssen was wir nicht. Feature ist vorhanden, kann aber nicht ordentlich genutzt werden. Die Minecart-Bahn, die keiner benutzt. Warum die keiner benutzt? Ja, wir müssen halt noch nicht so oft in so einem Gebiet, ne? Und ich meine mal, so bestes Beispiel für diese Sache ist zum Beispiel die Kakaobohnen. Wie lange gibt es die Kakaobohnen schon? Hm? Und wie lange gibt es doch keine Möglichkeit, diese weiterzumachen? Irgendwie mal ganz simpel eine kleine Kakaopflanze zu züchten? Nee, wieso sollten wir sowas einfügen? Ich meine, es gibt einen Mod, in dem sind 30 neue Pflanzen oder so und der hat einen Monat dran gearbeitet. Also wie lange hat er ungefähr für eine Pflanze gebraucht? Ja. Die haben manchmal eben mehr Ambitionen, darum Neues reinzumachen. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn irgendwelche Bugfixes bei Minecraft gemacht werden. Das ist ja. Die ungefähr 90% der Updates ausmachen. Und durch die Bugfixes entstehen dann neue Bugs in Dingen, die vorher funktioniert haben. Ja. Das so hat man Minecraft. Immer wieder was zu tun, ne? Willkommen in Minecraft. Och nein. Das ist halt die Sache, man denkt immer, dieses Spiel, er ist noch nicht ganz fertig. Das hat man immer noch stetig im Gefühl. Die Entwickler ja auch nicht, geben einen auch immer. Die Entwickler nicht, geben einen auch so immer das Gefühl. Nicht, dass es so ist wie Terraria. Terraria? Entwicklung wurde doch gestoppt. Terraria ist auch schon längst auf Vollversion gewesen. Ich weiß nicht, was noch gemacht werden soll. Mal Terraria, war das nicht für sich abgeschlossen? Also, was sollte jetzt noch gemacht werden? Sollte jetzt noch ein High-End-Level-Sache reinhauen werden? Das ist da halt sollte immer noch mehr Zeug kommen, also. Ja, irgendwann muss ja auch Stopp sein. Irgendwann sagen ja auch die Publisher dann, hey, nee, Geld so. Terraria hatte einen Publisher. Sie selber. Alles sie selbst war noch Publisher. Wollte ich gerade sagen. So, jetzt wird's schwierig. Wieso? Apropos, heute kamen die ersten Screenshots. Weil ich jetzt mit Wasser rumspielen muss, aber richtig hardcore. Heute kam was raus? Die ersten Screenshots von, was, wie heißt das Spiel? 10C? Ach so, X10C. Ja, genau, heute kamen die ersten Screenshots raus. Falls noch nicht. Warum heißt es eigentlich X10C? Hat das irgendwas mit hexadezimalen Zahlen zu tun? Genau, das hat mit dem 8-Bit-Prozessor zu tun. Und zwar hat es ja die... Eigentlich sollte es bloß die Tiefkühlphase des Menschen da nur ein Jahr dauern, aber der hat sich um eine Stelle verzählt und dann ist es leider so gewesen, dass der irgendwie 300, was waren das, mal Milliarden? Nee, ich glaube, das waren Billionen Jahre in die Zukunft gewesen war. Weil er irgendwie um die 300, weil er irgendwie nur einen kleinen Fehler hatte im Hexadezimalsystem. Und deswegen ist das Universum mit voller schwarzen Löcher gefüllt. Also Leute, lernt lieber gut das Hexadezimalsystem, nicht, dass euch sowas mal passiert. Ja, dann wacht dann 300 Billionen Jahren auf. Das passiert doch. Dann könnt ihr Futurama nachspielen. Das war ja nur 1000 Jahre in die Zukunft. 3000, oder? Nee, das war im Jahre 3000. Im Jahr? Ach so. Ja, ja stimmt. Stimmt, ja. Trotzdem schlimm genug. Ja, wenn man bedenkt, wie schnell die ganze Technik vorangeht, dann ist das schon schlimm. Ich würde es aber gern sehen. Ein mit Alkohol angetriebener Roboter. Apropos Leute, ich glaube, wir haben schon wieder übertrieben mit der Folgenlänge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.